Ich bin Nele und bin Autorin und auch Regisseurin und auch manchmal Performerin. Aber hier bin ich vor allem Autorin. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich zurzeit an dem AutorInnen-Atelier des Deutschen Theaters teilnehme. Hier ist mein Büro. Ich habe natürlich nicht vorher aufgeräumt, bevor wir hierher gegangen sind. Ich habe mir meinen eigenen Laptop mitgebracht. Es wurde mir auch ein Computer hingestellt. Den nutze ich auch, um mein iPhone zu laden, hauptsächlich. Und um zu drucken, das klappt aber nicht. Die Idee ist, dass man so den Theaterbetrieb ein bisschen von drinnen sehen kann und ein bisschen näher an so einem Haus arbeiten darf, weil das ja als Autorin oft so ist, dass man so ein bisschen weiter weg ist. Also zum Beispiel auch als die hier Gaia uraufgeführt haben, war ich bei der Konzeptionsprobe und dann war ich wieder beim letzten Durchlauf ungefähr. Ich arbeite nämlich gerade an dem zweiten Teil von Gaia, von dem Stück, was hier uraufgeführt wurde im Juni. Und jetzt eben soll der zweite Teil kommen. Der heißt Gaia rettet die Welt. Und dann habe ich hier zum Beispiel Elefanten einfügen, habe ich hier hingeschrieben. Und dann suche ich hier die Stelle und dann zum Beispiel Elefanten füge ich dann ein. Beispiel Elefanten. So, wieder was geschafft. Mein Schreiben geht eigentlich immer davon aus, dass der Text auf einer Bühne oder in einem öffentlichen Ort sozusagen gesprochen wird. Ich glaube, da kommt das Schreiben irgendwie her, dass ich mich immer frage, was ist interessant, in einen Raum hineinzusprechen. Hier sind die Kammerspiele. Erstmal finde ich, dass das Stadttheater oder der Ort des Stadttheaters ja erstmal ein total utopischer Raum potenziell ist. Und wenn ich hier so durch die Gänge laufe, dann freue ich mich einfach darüber, dass solche Orte existieren und dass Leute gemeinsam an etwas arbeiten hier. Ja, hier setze ich mich dann auch manchmal hin, einfach mal an so einen Tisch, lass mich inspirieren, guck mir die Ehrenmitglieder an, zähle nochmal durch. Dann sieht man, da unten ist ja auch noch so ein bisschen Platz bei den Ehrenmitgliedern. So viel Platz ist noch. Und das wäre natürlich das Ziel. Wäre auch ein schönes Büro. Frage ich mich eigentlich, warum, weil es ist ja jetzt auch wieder hier niemand da, warum nicht das unser Büro geworden ist. Es ist halt so ein bisschen mehr Platz für die Gedanken. Was sich sozusagen auch jetzt eigentlich schon einlöst, ist eben zum einen, dass man nicht so mit sich alleine zu Hause ist, sondern irgendwie diesen Büroalltag mal hat, was irgendwie ganz cool ist. Und zum anderen ist es natürlich cool, dass ich jetzt einfach mich mit SchauspielerInnen zum Beispiel treffen darf und wir mal so einen Probetext lesen und darüber sprechen können. Leben am Limit, kein Durchgang, wir gehen doch. Malerboden. Hier hat quasi meine Theaterexistenz, Laufbahn, Karriere angefangen. Hier bin ich mal zum ersten Mal mit 16, wahrscheinlich sowas, ziemlich nervös langgelaufen. Ich war, glaube ich, das letzte Mal hier mit 18 oder so. Ach krass. Okay. Wow, also als ich damals, die wilde Zeit, als ich noch jung war, da war das so, dass hier einfach so ein richtig, richtig, richtig ranziger Raum war, der auch noch so ein bisschen nach Malerboden aussah. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag bin ich da hingefahren und dann hat man sich da getroffen und saß danach in der Kantine rum und hat sich irgendwie wahnsinnig cool gefühlt, dass man irgendwie in der Theaterkantine rumsitzt. Ich glaube auch, dass das für Theater total wichtig ist, dass es diese Orte gibt, also dass es einfach diese Jugendtheater gibt und dass junge Leute durchs Haus laufen und sich die ganzen Vorstellungen angucken. Ich glaube, dass das mit das Wichtigste ist an einem Theater. Da bin ich auch zum allerersten Mal der Gaia-Figur begegnet. Ich kannte das vorher nicht. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Zeus alles geschöpft hat. Und dann bin ich
hier quasi, dieser Bühne, Probühne, zum ersten Mal dieser Gaia-Figur begegnet und habe dann irgendwann angefangen, darüber ein Stück zu schreiben. Also eigentlich hat das alles hier angefangen, deswegen ist es auch verrückt, dass es dann hier auch uraufgeführt wurde, als müsste es so sein. Bei Gaia ist es ja so, also genau, die Leute kommen ja dann auf diesen Vorplatz und dann wird man hier so durchs Theater durchgeführt und geht hier so durch dieses Foyer mit den Chromleuchtern und dann kommt man da hinten in diesen Hinterhof. Ja, bis hier der Hinterhof. Und dann sind noch die Reste der Tribüne. Ja, hallo, guten Abend, ich bin Gaia. Gaia einfach, G-A-I-A. Vier Buchstaben, streng genommen eigentlich nur drei. Und zwar G, A und I. Was ist noch wichtig? Ja, ich definiere mich stark oder werde über das, was ich tue, also über das, was aus mir herauskommt, Output. Und das ist gar nicht mal so wenig gewesen. Und auch in Zukunft. Um genau zu sein, ich bin alles. Ich bin zwar nur das hier, aber ich bin auch alles andere, inklusive dem, was ich nicht bin, wie beispielsweise nichts. So erzähle ich das, andere erzählen anders, weil neidisch. Ach, ich fange jetzt an. An dem Gaia-Stoff interessiert mich, dass es eine weibliche Schöpfungsgeschichte beschreibt. Und ich finde interessant, dass so ein männliches Schöpfungsprinzip oft darauf beruht, dass man dann einfach sagen kann, das ist jetzt da und dann ist es irgendwie da. Also so ein sehr reines, sauberes, gedankliches Schöpfen. Und dann gibt es eben diese Erzählung, dass es wie so eine ältere Mythosschicht gibt, wo es so etwas wie Gaia gibt. Und Gaia eben für eine andere Form von Schöpfen steht, was irgendwie viel stärker an eine Körperlichkeit gebunden ist, was auch gar nicht so ein Genie-Ding hat, sondern was vielleicht irgendwie viel anstrengender und schwieriger ist. Und wenn man sagt, es gab mal eine weibliche Schöpferin, die hat alles geschöpft, was es gibt. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir uns innerhalb eines Patriarchats wiederfinden. Und wie könnte denn der Weg von dieser Ur-Gaia zu jetzt, wie könnte der irgendwie verlaufen sein? Hier verbringe ich eigentlich viel, ist ja gerade niemand da, hier verbringe ich eigentlich viel Zeit mit Gerhard Hauptmann. Wir unterhalten uns so über unsere Erfahrungen im Haus, was er so erlebt hat, was ich so erlebt habe. Meistens erzähle ich mehr, er schweigt viel. Hallo. Können wir ja auch jetzt kurz. Und, Gerhard, wie ist es so für dich, noch so viel gespielt zu werden? Hättest du das gedacht, oder? Und hast du auch mein Stück gesehen? Das ist hinten im Hof gespielt worden, auf dem Hinterhof. Ich weiß, deine werden hier im großen Haus. Ich werde auf dem Hinterhof gespielt. Hast du mal vorbeigeguckt? Nee, ne? Du stehst hier auch fest. Auch schade. Magst du noch was den Leuten sagen? Nee. Ja, gut.